stimmt nicht mehr, Kollegen, liebe Anwesenden, Bürger aus nah und fern, Gesellen und Meister. Willkommen bei der Schreinergruppe, die über die Jahre hinweg die Asche eines alten Brauches aufbewahrt hat und mit dem heutigen Tag die Flamme wieder aufleben lässt. So kniet nieder. Ja, schneller. Kniet nieder, tuet Buße, denn jetzt kommt die leichte Muse. Mit dem Waschen innen drin wird fortgespült der Lehrlingsspleen. Die Lisa ist eine kecke Frau. Sie lernt schnell und nimmt es recht genau. Stress kennt sie nicht, doch Lachen schon. Pflanzenpflege dagegen ist für sie der blanke Hohn. Blumen gehen regelmäßig ein, falls sie stehen bei Lisa daheim. Pizza liebt sie und dazu ein Bier. Vegan, sagt sie, das rate ich dir. Ist ein Kraftbier, das sie vor allem liebt. Doch ist nun Zeit, dass sie reichlich Wasser kriegt. Eine eigene Party dran wäre ihre neueste Masche. Tunkt sie nun ein, unsere liebe Labertasche. Der Jonas macht uns häufig Spaß, doch auch er verdient das kühle Nass. Er ist zwar oft ein Strahlemann und zeigt dann, was er wirklich kann. Doch ist er nicht selten krank, was den Kollegen auch mal stank. Zudem darf man auch konstatieren, der Jonas und das Konzentrieren, das gehört nicht unbedingt zusammen. Doch jetzt, wo alle sind beisammen, packt den netten jungen Mann, sodass er richtig nass werden kann. Beim weiten Atmen schon, es liegt in der Luft, da kommt der Adler mit seinem coolen Duft. Es liegt an seinem Davidoff, es ist für ihn ein Edelstoff. Das passt, denn zu seinen Marotten zählen außerdem saubere Klamotten. Beim Merken hat er seine Lücken, das gehört zu seinen kleinen Tücken. Doch was er super kann, ist sich verkaufen, manchmal ist das fast zum Haare raufen. Drum weckt Arben aus seinem Schlaf, taucht ihn ein, dann hört er brav. Er mag schöne Formen, schnelle Wegen. Er liebt Motoren, sattes Röhren. Da geht er Alexander steil, denn er findet Autofahren geil. Besonders tief hat er ins Herz geschlossen. Ja, er ist regelrecht verschossen. In seinen Mazda Cabrio, da macht ihn frei, frisch und froh. Auch lebt er den gepflegten Ratsch und macht auch gerne manchen Quatsch. Drum jetzt mit Vollgas tief hinab ins Wasser bringt Alex jetzt auf Trab. Frech und etwas vorlaut, das fällt uns zu Atem ein. Doch niemals wollte er ohne Lukas seinen besten Kumpel sein. Recht aufgeschlossen ist er und liebt das Plaudern. Doch die Maschinen sind zum Teil am Schaudern, wenn Atem sich nicht konzentriert, was leider ab und zu passiert. Doch Atem ist vor allem hilfsbereit und Wasser holt er sich jederzeit. Doch nun genug von jetzt Kommentaren, lass den Atem nun nicht länger warten. Hinab mit Atem in das Wasser, damit er wird ein super Nasser.